Hallo, willkommen bei mir im Atelier. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese einfache Weihnachtskarte gebastelt habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Heute möchte ich euch das nächste schnelle Projekt mit diesem Papier zeigen. Und zwar nehmen wir diesmal diesen Bogen mit diesen Rehen. Das habe ich mir jetzt zugeschnitten auf 13 mal 7. Jetzt habe ich wieder ein A5 Fotokarton genommen. Den falze ich wieder in der Mitte und mache mir eine Klappkarte. Falzen tue ich beim Sternchen. Als nächstes nehme ich den Locher mit diesem springenden Reh. Das ist der mit 1,5 Zoll. Den loche ich dreimal. Als nächstes nehme ich einen weißen Gelstift und male mir ein Äuglein rein. Jetzt nehme ich mir einen Fotokartonrest in Weiß und nehme meinen Stempel Frohes Fest. Jetzt nehme ich dieses gewellte Muster und schneide mir ein Schildchen. Als nächstes nehme ich weißen Fotokarton und präge mir diesen mit dieser Schneeflockenschablone. Das schneide ich jetzt auch auf 7 mal 13. So, jetzt möchte ich die beiden Papiere zusammenkleben. Die Karte lege ich mir drunter, damit ich sehe, wie weit ich das zusammenklebe. Jetzt klebe ich das auf. Wenn ihr gut gearbeitet habt, dann sind die Seiten gleich lang. Ansonsten, so wie hier an der Ecke, da schneide ich jetzt nochmal nach. So sieht es jetzt gerade und sauber aus. Als nächstes nehme ich mein Frohes Festschildchen, rasch die Kanten an. Jetzt nehme ich mein großes Kärtchen und hier wird auch der Rand angebrascht. Als nächstes schneide ich mir ein bisschen Spitzenband ab, fixiere das mit dem doppelseitigen Kleber. Als nächstes nehme ich Schaumklebeband und mache das hinten drauf. Da wirkt die Karte gleich noch mal ein bisschen plastischer. Und
Und jetzt klebe ich mein Kärtchen auf meine Doppelkarte. Jetzt bekommt mein Schild und meine Rehe bekommen jetzt Klebepads. Ich nehme 1 mm starke, weil ich ja hier schon dickes Klebeband drunter habe und mir das nicht zu dick werden soll, wegen, wenn man das mit der Post verschickt. Da muss man nachher Porto nachzahlen, wenn es zu dick wird. Jetzt klebe ich mein frohes Festschild auf. Und lasse meine Rehe hier rumspringen. Wie war das nochmal? Weihnachten muss immer ein bisschen Glitzer sein. Jetzt mache ich noch diese 5 Sterne, klebe ich jetzt hier oben noch hin. Und schon habe ich wieder eine schnelle und schöne Karte fertig. Ideal für Anfänger oder wenn man halt schnell was basteln will, weil man vielleicht keine Karte mehr hat. Ja, wie ihr seht, hier dieses Papier und hier diese Stanzteile, die passen super toll zusammen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Tanja.